Er ist irgendwo im Ausbildungslager von Tomoe. Tötet mich nicht! Was ist hier los? Ich hatte nichts versprochen. Nehmt euch, was ihr wollt! Ich bin kein Dieb. Jeder weiß, dass ihr Karawanen angreift. Der Geist und der Dämonen, Sensei. Sensei Ishikawa? Das ist eine Lüge. Ich habe euch selbst gehört. Uns gehört? Wann? Nicht lange her. Ihr seid die Straße hoch wie hungrige Wölfe. Warum wird Sensei Ishikawa und mir ein Überfall vorgeworfen? Ich muss nach Norden den Verantwortlichen finden. Hier bin ich! Amcha! Silmesso Glas! Sensei. Höchste Zeit, dass ihr kommt. Gern geschehen, Sensei. Ihr seid der Geist. Was ist hier passiert? Ein Überfall auf seine Karawane. Viele Angriffe derzeit.
Die Leute sagen, ihr stehlt Vorräte oder kämpft für die Mongolen. Ruht euch aus. Ich bespreche das mit Fürst Sakai. Tomoe steckt dahinter. Sie sät Paranoia und Furcht. Greift Karawanen an, beschuldigt uns. Ich erreichte seine Gruppe zu spät. Rettete ihn, aber nicht die anderen. Wo war der Überfall? Nicht weit. Wieso? Wir finden die Stelle und verfolgen die Spuren von Tomoes Gruppe. Das ergibt Sinn. Was ist? Nichts. Sie macht mich rastlos. Wir setzen dem ein Ende. Ruht euch aus. Esst, was ich euch gab. Und wartet ein wenig, bevor ihr aufbrecht. Danke, Sensei. Zeigt mir den Ort des Überfalls. Wie habt ihr mich gefunden? Jemand hörte, dass ein Konvoi verfolgt wird. Wegen Tomoe werden die Straßen gemieden. Als ich hörte, dass ein Händler eine Lieferung wagt, bin ich ihm gefolgt. Warum greift Tomoe Lieferungen der Präfektur Kushi an? Das hat keinen strategischen Wert. Nein. Der Kushidera-Tempel inspiriert die Menschen. Vielleicht wollen die Mongolen die Moral hier brechen. Ihr klingt nicht überzeugt. Es ist einer der Gründe. Nicht alle. Tomoe hat alles verraten, was ich sie lehrte. Anschließend mich. Und danach ihr Land. Ich werde sie bis zum Horizont verfolgen. Da ist der Konvoi. Und noch mehr Opfer Tomoes. Mal sehen, was wir herausfinden. Alle sind tot. Japanische und mongolische Pfeile? Natürlich. Es ist eine Warnung an die Einwohner Kushis. Von Tomoe. Von Fürst Sakai und Sensei Ishikawa. Niemand darf auf diesen Straßen reisen. Sonst droht der Tod. Plump, aber effektiv. Sie sind die Straße entlang. Und wir finden sie. Tomoe und ihre Männer werden nie wieder jemanden in dieser Präfektur überfallen. Kommt. Schnell! Steigt hier ab! Schnell! Keine Zeit zum Auskundschaften! Wer stürmt hier mit halboffenem Hakama los? Warum ist sie alleine hier? Ich schneide sie los. Hier drüben! Bald seid ihr frei. Oh nein! Nein, bitte! Nein! Wir wollen helfen. Sie sagte... Tomoe, was sagte sie? Sie sagte, ich dürfe leben, bis der Samurai kommt. Nein! Da oben! Stop! 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 Stop!
Sakai! Tomoe hat uns eine Falle gestellt und wir sind hineingetappt. Ich sprach mit ihr vor 2 Tagen. Tomoe? Der Gefangenen. Sie erzählte von einer Japanerin, die bei den Mongolen war. Ich bat sie, ihr Lager ausfindig zu machen und mir zu berichten. Was habt ihr? Es hätte auch anders laufen können. Wir könnten jetzt vor Tomoes Leichnam stehen. Ihr erklärt, was einen Krieger ausmacht, wie Tomoe das unterläuft. Doch ihr seid genau wie sie. Ihr erwartet, dass wir perfekt sind. Euer Onkel, ich, Masako Adachi. Doch nur ein Kind erwartet Perfektion von Älteren. Vollendet den Gedanken, Sensei. Wir alle tragen Waffen. Wir alle wählen zwischen Leben und Tod. Und ihr fühlt euch zu wohl mit dieser Macht. Würde ich das nicht, wäre ich tot. Ebenso wie ihr, Geist. Nicht jeder ist ein Samurai. Doch wir sind alle Mörder. Wir müssen uns noch um ein Lager in Otsuna kümmern. Was erwartet ihr denn von ihm? Ihr kennt Yamatos Geschichte von der legendären Rüstung, oder? Die von den Bauern? Wo seid ihr gestern gewesen? Ich muss für den Kopf. Von Rüstung. Mein Herr. Ich kann eure Klingen verbessern, mein Herr. Es wird euch gefallen. Bis bald.
Lotta, Nobu! Ein Kampf im Kushidera-Tempel. Die Mönche sind in Gefahr. Norio! Fürst Sakai! Mein Herr, seht euch das an! Der Kushidera-Tempel verdient Anbetung, kein Blutvergießen. Jahrhunderte der Weisheit liegen in diesen Mauern. Und die Mongolen wollten alles einfach niederbrennen. Der Angriff war nicht grundlos. Der Tempel gibt Menschen Hoffnung. Der Abt hat aufgefordert, für einen großen Sturm zu beten, der die Invasoren fortspült. Nun ist der Abt verschwunden. Und die Barbaren haben die heiligste Reliquie in Toyotama gestohlen. Eine Statue von Buddha zur Feier der Tempelgründung. Mein Bruder wäre eingeschritten. Er hätte den Mönchen Hoffnung gegeben, bevor sie flüchteten. Dann ehren wir sein Vermächtnis und retten den Tempel. Die Mongolen stahlen die Buddha-Statue aus der Haupthalle. Und der Abt? Er und sein Gefolge sind geflohen. Ich hoffe, sie sind in Sicherheit. Ich sehe nach den Mönchen. Ich hoffe, Abt Komai ist sicher. Der Abt ist aus dem Zedern-Tempel. Warum kam er hierher? Um den Mongolen in Toyotama zu trotzen. Aber als sie angriffen, floh er. Der Kampf war chaotisch. Die Verfolgung könnte schwierig werden. In der Nähe ist ein Hof, der den Tempel versorgt. Dort fangen wir an. Bestimmt finden wir Abt Komei dort. Ich erinnere mich, dass Abt Komei schon einmal vermisst wurde. Eine Fehde der älteren Mönche hatte den Tempel entzweit. Worum ging es bei dem Streit? Ich weiß es nicht mehr, aber damals schien es wichtig zu sein. Der Abt war eine Woche verschwunden. Alle waren mit der Suche beschäftigt. Was war passiert? Er hat sich vor uns versteckt. Wir stritten nicht mehr, weil wir ihn suchten. Hat das die Sache nicht verschlimmert? Er hat uns gezeigt, dass unser Streit nicht so wichtig war wie gedacht. Das hätte er einfach sagen können. Der Abt.
Feuer. Es kommt von dem Hof. Allein der Abt hält den Kushidera-Tempel noch zusammen. Wenn ihm etwas zustößt, werden die Mönche Kushi verlassen. Die Mongolen sind gerade erst angekommen. Wenn der Abt sich versteckt hat, können wir ihn retten. Was machen wir mit den Mongolen? Wenn sie uns sehen, könnten die Geiseln in Gefahr sein. Ich gehe allein. Ich soll hier rumsitzen, während der Abt in Lebensgefahr schwebt? Bleibt ruhig, Norio. So retten wir ihn am ehesten. Ach, geht, bevor ich es mir anders überlege. Auf dem Gehöft gibt es eine Brücke. Dorthin komme ich, wenn es sicher ist. And huge fish. Oh, look. Cinta,
Barcella, so not up. Hilfe, hier drüben. Alles wird wieder gut. Gerettet von dem Samurai, der Yarikawa beschützte. Eine Ehre. Danke. Ihr seid sicher. Sie töten uns beide. Hinten liegen Mutter. Ja, so ein bisschen. Nach dem Abt? Ich ebenso. Er kam mit den anderen Mönchen, aber seit dem Angriff ist er verschwunden. Ich leg mich nicht einfach hin und sterbe.
Legium hast du. Bald seid ihr frei. Wir dachten, unser Hof wäre verloren, Fürst Sakai. Haben die Mongolen den Schlüssel für Gosakus Rüstung? Nein, ihr könnt ihn haben. Wenn mehr Mongolen kommen, gibt es nichts mehr zu holen. Alle sind in Sicherheit, aber keine Spur vom Abt. Ich muss zu Norio an der Brücke. Habt ihr den abgefunden? Noch nicht. Doch er war hier. Vielleicht ist er es noch. Habt ihr geprüft, wo das Feuer herkommt? Gehen wir. Die armen Mönche. Sie haben doch nichts getan. Meine Herren, ihr kommt zu spät. Wo ist der Abt? Er versteckte sich in diesem Haus. Wir müssen sicher. Der Flucht vor dem Feuer getötet. Der Abt ist nicht bei Ihnen. Seh drin nach. Er ist tot. Lebendig verbrannt. Norio. Ist das der Abt? Diese Hunde lieben Feuer, oder? Das ist nicht der Abt. Nur einer seiner Anhänger. Sucht weiter. Wasserfässer. Umgekippt. Ein Strohbett. Feucht. Könnte sich der Abt gerettet haben? Hat sich mit nassem Stroh geschützt und ist hinten raus. Vielleicht hat er überlebt. Wer immer überlebt hat, ist dort lang. Dann gibt's noch Hoffnung.
Fußabdrücke sind tiefer, weiter auseinander. Er ist gerannt. Da ist ein Mongole. Was macht er denn? Seid leise. Jemand wurde hier verwundet. Des Wasserfalls gesehen. Mehr Blut. Er ist gesprungen. Blut auf dem Felsen. Ist das eine Höhle? Nein, ist er. Tut mir leid, Norio. Ohne seine Führung werden die Mönche gehen. Und der Tempel wird fallen. Die Mongolen haben gewonnen. Was ist da neben ihm? Ein Lotus-Sutra. Verfasst im Blut des Abts. Seine letzte Tat. Wie ein Samurai-Totengedicht. Die Bedeutung des Sutras ist, wir können alle Buddhas sein. Vom niedrigsten Bauern zum größten Adligen. Geschrieben im letzten Atemzug. Nicht für ihn selbst, sondern für die Hinterbliebenen. Zeigt das Sutra den Mönchen. Wenn sie die Hingabe des Abts sehen, könnten sie bleiben. Und dies ist das Sutra, das der Abt mit seinem eigenen Blut schrieb. Ein letzter Akt der Hingabe. Ein Aufruf gegen die Grausamkeit. Ein Ruf zu bleiben, nicht aufzugeben. Wir werden das Opfer des Abts ehren, Norio. Der Kushi-Tempel darf nicht fallen. Einst rettete uns Enjo, der Wächter.
Jetzt haben uns sein Bruder und Fürst Sakai erneut gerettet. Und gemeinsam besiegen wir die Mongolen. Jetzt müssen wir die Buddha-Statue finden. Süße, saftige Orangen. Die Statue war hier. Ja, mein Herr. Die Mongolen stahlen unseren heiligen Buddha und ritten zur Küste. Wir finden die Statue und retten diesen Tempel. Nicht einmal euer Bruder konnte dieses Versprechen halten. Was ist denn passiert? Mein Bruder starb durch ein Mongolenschwert. Enjo, der Wächter, stirbt und diese Mönche wollen einfach so alles aufgeben. Sie sind Feiglinge. Sie sind Menschen. Enjo fürchtete gar nichts. Er war nicht mal 20, da rettete er den Tempel vor Banditen. Nun liegt es an uns. Wir müssen den Buddha finden und zum Tempel zurückbringen. Der Mönch sagte, sie bringen ihn zur Küste. Wir können ihre Spur aufnehmen. Ihr seid wütend. Woher wisst ihr das? Ihr seid so still. Ha! Es ist dieser Mönch. Er weiß nicht, wie mein Bruder Kushidera wirklich gerettet hat. Meines Wissens handelte Enjo allein. Nur nach der Legende. In Wahrheit befahl er seinen drei tapfersten Mönchen, die Banditen zu provozieren. Eine Ablenkung. Ein Opfer. Sie starben im Kampf, doch sie verschafften Enjo genug Zeit, die Banditen zu flankieren und den Tempel zu retten. Mein Herr, dort drüben! So kalt. Was ist passiert? Ich bin den Mongolen gefolgt, habe sie angefleht, uns den Buddha zurückzugeben. Wo sind sie hin? Aus dem Wald, Richtung Hügel. Möge euer nächstes Leben friedlicher sein als dieses. Er gab sein Leben für seinen Tempel, wie mein Bruder. Ihr tätet dasselbe. Mongolenlager. Die Statue muss dort sein. Erst bestrafen wir sie für den Angriff auf den Tempel. Hey,
Harta! Sucht nach der Statue. Da ist sie! Gefertigt aus einem Stern, der vor Jahrhunderten vom Himmel gefallen ist. Wunderschön. Auf der Insel gibt es nichts Vergleichbares. Bringen wir sie zurück zum Tempel. Enjo wurde zum Wächter, als Banditen den Tempel angriffen. Sie wollten diese Statue. Sie ist unbezahlbar. Bestimmt haben schon viele versucht, sie zu stehlen. Wie viele müssen zu ihrem Schutz noch sterben? Ihr wollt, dass sie geraubt wird? Nein. Doch der Tempel birgt viele Schätze. Das schürt Gier und Neid. Fürst Shimura zeigte sie mir, als ich klein war. Ich war sicher, dass der Bildhauer Buddha persönlich kannte. Als ich klein war, kam meine Familie hierher, um ein Opfer für das neue Jahr darzubringen. Da beschlossen Enjo und ich, Mönche zu werden. Früher wusste ich, wofür ich kämpfe. Wir kämpfen für unsere Heimat. Mag sein. Möge Buddha Fürst Shimura und seine Neffen beschützen.